Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge Nummer 200 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal, glaube ich, den Miner weggeschickt, damit der Rohstoffe sammelt. Ja, da ist es, da sieht man das und wir sind natürlich weg gewesen vom Zentrum. Und ich glaube, das müsste der Traveler sein. Dann werde ich mal sagen, dass wir hier nach dem Intro in den Traveler springen und dann weiter gucken. Beziehungsweise ich mache das, während ihr gerade das Intro anguckt. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann sind wir im Traveler jetzt drin. Wir wollten jetzt schauen, lass mal erstmal gucken, wie es hier, was hier ist. Elektromaterialfabrik, das ist klar. Und wir haben Aufgaben sozusagen. Diese wäre, dass wir unsere Truppen nicht, sondern unsere Fraktionen alle vereinen, damit wir zuschauen, dass wir gemeinsam gegen den Feind, gegen die Xotan kämpfen. Das ist jetzt die Aufgabe, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dafür sollten wir vielleicht hier hingehen und ein Güterschiff fragen, wo sein Zuhause ist. Gibt es hier etwas Sinn? Wo ist dein Heimatsektor? Der Okoyex-Replik ist 160 minus 46. Also 160 minus 46, da müssten wir jetzt mal nachfragen. 160 minus 46 war das, ne? Das müsste also der Heimatsektor sein, oder? Koordinaten in den Computer eingeben. So, das bedeutet, wir springen da mal hin. Das ist die Flugrichtung, die wir haben. Und gucken, dass wir da hinkommen. Ich hoffe, wir crashen nicht da gerade in dem rein. Nein, sieht nicht so aus. Und springen dann weiter. So, nächster Sprung wird berechnet. Wir kühlen ab. Sprung ist berechnet. Wir springen weiter. Sehr schön. Und wir müssen nochmal springen. Auch wieder abkühlen. Und aufladen. Und dann geht's weiter. Sehr schön. Okay. Da sind wir jetzt, glaube ich, im Sektor, ne? Handelsposten, Schiffshilfe, Ressourcen, Reparatur. Da ist das Hauptquartier. Da müssen wir da mal vorsprechen, ne? Diplomatie-Crew, Anwalt, Schwarze, helft mir mit den Zutaten. Einer gegen alle und alle gegen einen. So, da haben wir jetzt schon mal ein Erfolgserlebnis sozusagen. Organisiert für den Kampf gegen das Würmerkleine Zotan. Um Verbündete zu finden, solltest du bei Fraktionshauptquellen der Regierungssitze anfragen, ob sie dich unterstützen wollen. Vier Schiffe der Tod, dann habe ich. Okay. So, das bedeutet, wir müssen jetzt weiter gucken, dass wir noch eine Fraktion zum Beispiel kriegen. Ich weiß aber nicht, wie viel wir brauchen und alle, keine Ahnung. Hier ist ein Frachter. Wo ist dein Heimat? Okay, wir sind Jim, das ist das. Schön. Das ist auch nicht. Schwerlastfrachtschiff. Das sind alles Leute von hier. Bringt mir also nichts weiter. Das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir andere Fraktionen finden. Da oben ist noch eine. Wie springen wir da jetzt hin, ist die Frage, ne? Bringen wir da mal hin. Wo ist es da? Bitte einmal die Flugroute berechnen. Berechnet ist es. Wir kühlen ab. Und springen weiter.
Ja, da müssen wir die Reputation, oder wie sich das auch immer schimpfen mag, zu den anderen Fraktionen wahrscheinlich verbessern, damit das klappt, ne? Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Kreuzer, 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 alles Kreuzer. Und ich glaube, die sind auch alle von der gleichen Fraktion hier noch, ja. Das bedeutet, wir springen jetzt mal weiter. Gibt es keinen Blip, springen wir einfach so irgendwo hin. Auf geht's. Sprungroute ist berechnet. Wir kühlen ab. Und schauen zu, dass wir dahin springen. Wunderbar. Oh, das sieht ja super gefährlich aus hier an dem Planeten. Ganz viele gelbe Blipse. Und hier ist wieder so ein toller Riss in der Struktur. Gibt es hier irgendwas, wo ich sagen würde, jo, da müssen wir hin? Sind auf jeden Fall schon mal hier vorbeigesprungen, ne? Ja, dann nützt es ja nichts. Dann machen wir das mal so und wir springen mal dahin. Geschwindigkeit soll da schnell sein. Na, komm schon. Und starten das dann, ne? Wir bleiben in der Drohne und warten, bis er dann da ist. Weil der kann ja über den Riss springen, wir nicht. So, jetzt können wir natürlich mal schauen. Hier ist er ausgezeichnet. Forschungsstation. Sehe ich jetzt nicht, aber wir gehen einfach mal in den Albatros rein. Zum Albatros wechseln, weil hier haben wir auch noch eine Fraktion, denen wir ganz gut gestellt sind. War jetzt nicht die gleiche, ne? Das war ja eine andere, würde ich hoffen. Und hoffen, dass wir jetzt hier mal. Ne, Fregatten gehen auch nicht, ne? Schiff Elch, Handelsposten. Nee, aber das geht auch, glaube ich, nicht, ne, oder? Nee, das bringt uns nicht. Wir müssen Schiffe finden, die uns dann sagen, wo wir hin müssen. Koordinaten im Computer eingegeben. Nee, das ist eine Station. Wo muss ich hin? Da unten muss ich hin. Dann springen wir da mal hin und hoffen, dass wir da hinkommen. Ich hoffe, der Elch fliegt mit, aber sonst bleibt er halt hier. Bin mir da jetzt nicht gerade so sicher, ne? Aber ich meine, Albatros ist eigentlich so eingestellt gewesen, dass der Elch mit muss. Kommen tut er nicht, ne? Konnte ich denn jetzt? Traveler ist angekommen. Nee, steht jetzt hier nichts. Und da ist er auch nicht. Erstmal egal. Wir springen weiter und hoffen, dass wir gleich irgendwo hier ankommen. Sie denn irgendwo Tesla? Nee. Auch nicht. Auch nicht Schiffswerft. Ölraffinerie, Waffenfabrik. Handelsposten. Reparaturdock, Handelsposten. Einfach nur kontrolliert von irgendwem. Tja, jetzt wisst ihr, wäre schön zu wissen, wo hier die Hauptstadt ist. Ja, irgendwie ist das jetzt gerade mal nicht so schnell zu finden, oder? Planetarer Handelsposten war da.
Okay, das bringt jetzt irgendwie gerade nichts. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir in das Ost-Nordost-Tor kommen. Mit dem kleinen Schiff können wir auch da durchspringen. Weiß jetzt nicht, ob zwei Sprünge schneller wären oder hier schneller ist. Müsste man die Uhr stoppen für, ne? Aber ich fliege jetzt mal so durchs Tor. Ausgezeichnet. Burning Utopia. So, Torgebühr bezahlt. Und dann wollen wir hoffen, dass wir da ein Schiff finden, dass wir fragen können, wo die Basis ist. Ja. Fregatten können wir nicht fragen, oder wie war das? Nein. Ziemlich doof dann, ne? Da ist auch wieder ein Tor. Ostgate. Valiant Calm. Ja. Fliegen wir da hin, oder? Viel anderes können wir jetzt auch gerade nicht machen. Ist echt schade, dass hier gerade kein Schiff da ist, welches wir fragen können, ne? Oh, Energie alle. Na, jetzt muss er erst wieder aufladen. Jetzt lädt er auf. Ich glaube, ich kann schon mal vorfahren oder fliegen, ne, oder? Ja, und wir können auch schon beschleunigen, dass wir da reinkommen ins Tor. Ja. Warum liegt da jetzt ein Schiff, was wir fragen können, ne? Wo die Basis ist. Ist auf jeden Fall die zweite Fraktion, die dann wahrscheinlich ausgezeichnet ist, oder? Tja. Schweres Bergbauschiff. Wo ist dein Heimatsektor? 332 minus 74. 332. Also hier. Da ist es. Koordinaten in den Computer eingeben, ne? Und dann müssen wir da lang. Keine Ahnung, wie viele Sprünge das sind. Wahrscheinlich reichlich. Ich weiß aber nicht, ob wir da mit diesem Schiff die Karten haben. Zwei Sprünge schaffen wir, glaube ich, vielleicht. Ohne dass der Akku leer ist. Obwohl, der lädt ziemlich schnell auf. Nee, aber schafft er nicht. Fliege und halte Leertaste, um zu springen, ne? Probieren wir es nochmal. Haben wir gerade so geschafft. Dann müssen wir erst jetzt wieder laden lassen. Sprung ist berechnet. So drei Viertel voll müssen wir haben, damit das klappt, würde ich sagen. So, jetzt können wir. Glaube ich. Ah, dreiviertel voll muss nicht sein, kann auch weniger sein, glaube ich. So zwei Drittel wahrscheinlich. War nix. Hat da nicht so wirklich mit zu tun, oder? Ist unverständlich gerade. Weil wenn ich jetzt mache, dann geht's. Schon komisch. Jetzt in Sekunden zum Abkühlzeit war das eben vielleicht, deswegen ging das nicht. Kann das sein?
So, Abkühlzeit ist vorbei und jetzt wird der Sprung dann aufgeladen. Das müsste jetzt klappen, oder? Sieht wohl so aus, dass das funktioniert. Abkühlzeit ist wieder angesagt. Ich weiß jetzt nicht, hat die sich verringert, schneller gerade? Weiß nicht, keine Ahnung. Etwas wärmer wie 50%. Wir checken mal, ob es das reicht. Ja, reicht wohl. Ist nur die Frage, wie oft wir noch springen müssen, ne, bis wir da sind. Vielleicht bräuchten wir etwas mehr Sprungreichweite. Jetzt müssen wir schon ziemlich lange abkühlen, ne? Hier ist auch nichts los. Ah, der Sektor, ne, ist noch nicht mal da. Da unten ist es noch. Boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprünge wahrscheinlich noch. Würde ich jetzt mal so tippen. Energie niedrig, hat geklappt, ne? Gehen wir im Bauen rein. Und Bauen ist aber verkehrt. Gehen wir hier hin. Dahin. Haben wir hier sowas wie Antriebsbooster? Ne. Energie zu Schild umwandern? Ne. Frachtraumerweiterung, Werkbausystem, Dreiköpfige Hydra, Transportersoftware, Geschützkontrollsystem, Hydra. Transporter-Software, Beschleunigungs-Antriebsbooster. Haben wir natürlich nichts für da, was wir brauchen, ne? Nee, leider nicht. Okay, der hat auf jeden Fall aufgeladen und wir können weiterfliegen. Ja, dann würde ich sagen, werde ich, während wir offline sind, weiter voranspringen, bis wir dann bei diesem Sektor sind. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, ne? Und dann sehen wir weiter. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.